Da mussten wir antreten in drei Reihen auf dem Schulhof. Und der Scharführer, glaube ich, hieß der, der sagte so, einen Schritt vortreten, das erste Glied. Ich stand im zweiten Glied. Dann sah ich, wie einer eine Schere holte. Und bei den ersten, die zu lange Haare hatten, zack, die Haare wegschnitten. Da habe ich gedacht, Moment mal, das machen die bei mir nicht. Das lasse ich nicht zu. Da kommt gar nicht in Frage. Und ich überlegte, was könnte ich machen. Ich hatte ja im Moment Zeit, zweites Glied. Bin nach vorne gegangen. Ich sagte, Herr Scharführer, ich muss dringend in eine Toilette. Ich habe Durchfall. Gut, geh da rein, aber komm gleich wieder. Jawohl, Herr Scharführer. Ich bin reingegangen, natürlich nicht wiedergekommen. Außen rumgegangen, über die Mauer geguckt und beobachtet dann, wie sie mein Freund dann auch noch die Haare schnitt. Das war mein erstes, eigentlich war es eine Schlüsselstellung. Denn wenn ich heute überlege, das war das erste Mal, dass ich selbst überlegte, ohne meinen Vater, also da bin ich erwachsen geworden. Das lasse ich mir nicht gefallen, ich entscheide selbst, das mache ich nicht. So, zwei Tage später bekam ich eine schriftliche Aufforderung, die habe ich in meinen Akten auch, wo drin steht, Petersen, Sie sind da nicht erschienen, Sie werden aufgefordert, nunmehr dringend an dem und dem Tag, am nächsten Tag, dort und dort zu erscheinen. Hat mich zu meinem Vater gesagt, ich gehe da nicht hin. Das musst du selber wissen, ich habe nichts dagegen, aber was willst du denn sagen, denn die werden kommen und dich abholen. Ich würde sagen, ja, ich kann nicht, ich habe jetzt ja, ich will ja Flugzeugingenieur werden. Ich muss ein Technikum besuchen am Abend und am Tag muss ich in einem Rüstungsbetrieb, Feinmechaniker habe ich ja nun gelernt, musste ich lernen, um Technikum und so, um Flugzeugingenieur zu werden. Also ich habe gar keine Zeit, ich muss für unseren Führer arbeiten, damit wir bessere Flugzeuge haben. So war meine Ausrede innerlich. Ich bin nicht hingegangen. Es kam keiner. Kam drei Tage später wieder eine Aufforderung. Gleiche Text in ähnlicher Form. Wieder muss ich da hin. Ich gehe nicht hin. Und wieder kam keiner. Ich meine, heute muss ich sagen, ein bisschen Mut schon gehörte schon dazu, um zu sagen, ich gehe einfach nicht hin. Ich mache das nicht. Und dann bekam ich am nächsten Tag eine Aufforderung, das heißt die Einberufung zum Militär. Und damit war diese Sache natürlich zweitrangig. Und was daraus geworden, da muss ich zum Militär, was daraus geworden wäre, wenn ich nun wirklich wieder nicht hingegangen wäre, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wäre dann wohl einer mal gekommen. Aber man musste auch mal den Mut haben zu sagen, ich mache das einfach nicht, ich gehe da nicht hin. Das war's.